zum Preis der Mosterei Möhl AG und der Goba mit der Altquelle Gottenbach. Referendum sichert sich die Spitze, die bevorzugte Taktik von Joe Fanning heute, zweimal hat es nie geklappt. Aller guten Versuche sind drei, oder wie soll man sagen, der Rindpart ist Joe Fanning in Führung mit Referendum. Zweiter Stelle ist Holly, dann ist ebenfalls gut positioniert Mesilo, der Favorit, Sivita, der Gallery. So kommt das Feld zum ersten Mal in die falsche Gerade. Am Schluss des Feldes Reality Show hinter Marco Geil, Adelina und Papa Sula. Referendum führt. Erste von zwei Tribünenpassagen. Referendum vor seiner Trainingsgefährtin Sivita außen in Orange und Gelb. Innen ist jetzt Tolly in guter Position. Mit Nadja Burger, dann kommt Gesino in dunkelgrau mit Timo Grossi, der Favorit, dann der Gallery, Pampasola, Akkogai, Adelina und Reality Show. Durch den zweiten oder zweitletzten Buch, wie Sie wollen, Referendum im Pro. Dahinter das Pärchen, innen jetzt Holly, außen Sivinda, dann Gesino an vierter Stelle etwas versetzt, dahinter im galoppierend The Gallery, Papa Sula, an sechster Stelle gefolgt von Marco Gai in grün mit der leuchtend orangen Kappe, dann Adelina in guter Haltung, Adelina jetzt aufrückt und am Schluss des Feldes Reality Show. Vorne Referendum, Ende der letzten Gegenseite, Referendum vor Sivita, einziges Pferd, das aufrückt, ist Adelina. Macht ihr ziemlich gut, Papa Sula an drittletzter Stelle, Marco Gai und Reality Show am Schluss des Feldes. So kommt das Feld in den letzten Bogen, unverändert Referendum. Das wäre ein Ding, wenn Joe Fanning ausgerechnet Referendum hier nach Hause bringen würde, die anderen beiden Favoriten nicht gewinnen. Vorne aber jetzt der Angriff. Referendum wird angegriffen von Gesino außen und in der Mitte der Bahn Sivita. Gesino außen, der Favorit, ganz rechts. Außen und im Durchschlupf. Jetzt halt. Vorne ist Gesindo. Referendum kämpft, aber hat im Moment für vorne ist Gesindo. Jetzt kommt jetzt Holly. Gesindo mit jetzt Holly. Gesindo jetzt Holly. Gesindo mit jetzt Holly.